Prototest Schwaben, der Opel Astra der Generation F, wie er gebaut wurde ab 1991 bis ins Jahr 1998 wurde die Generation F gebaut. Es handelt sich hier praktisch um den allerersten Opel Astra. Es war das Jahr 1991, da entschied sich Opel dann um, als gab es die Namensänderung, früher hieß das Modell ja Kadett. Und dann entschied man sich beim Kadett dann das Nachfolgemodell ab 1991 Astra zu nennen. Ja, zunächst kam der Astra, wie gesagt, als Fließheckmodell auf den Markt, als Fließheck mit 3 und als 5-Türer. Dann gab es kurze Zeit danach den Caravan, das Caravan-Modell. Und dann kam ja noch das Stufenheckmodell ab 1992 und ab 1993 gab es dann noch ein Cabrio, das wunderschön und schick war. Ja, zum Facelifting gab es dann auch noch. Das war im Jahr 96. Da gab es dann so ein paar kleinere Änderungen. Dann gab es neue Spiegel. Es gab eine leicht veränderte Frontpartie. Es gab diverse kleinere Änderungen. Auch bei der Rostvorsorge wurde ab 96 deutlich nachgebessert. Ja, an was erinnern wir uns beim Opel Astra? Dieser Serie an den Opel Astra F. Ich erinnere mich da nur an ein Problem. Ich erinnere mich ans Jahr 1994, als Autobild entlarvte, dieses Fahrzeug kann beim Tanken anfangen zu brennen. Ein vergessener Erdungsring am Tankstutzen sorgte häufig für Brände. Dann kurz danach gab es den Skandal von Opel mit durchgerosteten Unterbodenblechen. Die Fahrzeuge gammelten unten durch, Schnittkantenrost, der war viel schlimmer. Viele Fahrzeuge waren nach 5 Jahren schon richtig durchgerostet, häufig. Ja, dieses Opel-Modell war stark geschunden. Auch unser Astra hier aus dem Jahr 96 hat schon einige Rostflecken hier am Tank. Fängt auch schon deutlich an zu rosten. Wir schauen mal in den Innenraum. Auch hier gibt es häufig Probleme. Immerhin hat er erst 140.000 Kilometer, was sehr wenig ist. Ja, bei den Motoren gab es einen 1,4 Liter, 1,6 Liter, dann gab es natürlich den 1,8 Liter. Es gab bis hinauf zum 2 Liter, es gab sogar 6-Zylinder-Motor im GSI. Dann gab es ein paar Dieselmotoren mit 1,7 Liter Hubraum, die waren allerdings eher unbeliebt, weil sie sehr laut und relativ durchzugsschwach waren. Ja, zu den Stärken und Schwächen. Große Schwäche ist natürlich, wie gesagt, der Rost. Und wir schauen mal den Opel von unten an und sehen, ja, der sieht noch relativ nicht mal so schlecht aus. Ja, hier hat der Rost noch nicht so zugeschlagen. Dieses Fahrzeug hat nicht so viel. Ich habe da schon schlimmere Opel gesehen in diesem Fahrzeugbereich. Schauen wir mal in den Kofferraum. Der war damals auch relativ geräumig beim Opel Astra F, besonders Caravan und Stufenhecklimousine. Kommen wir zu den Stärken und Schwächen. Zu den Stärken zählt relativ solide Benzinmotoren. Dann gibt es ein gutes Platzangebot im Innenraum. Die Fahrzeuge waren relativ geräumig, wie gesagt. Zu den Schwächen gehört Rostbefall an der gesamten Karosserie, Radläufe, hintere Radläufe, besonders um den Tankdeckel. Dann Unterboden war häufig korrodiert. Abgasanlage war oft verrostet, dann Federbeinbrüche, also Brüche der Federung, also diese Federspiralen brachen gern, Ölverlust am Motor und auch am Getriebe gab es häufig. Dann gab es eingelaufene Nockenwellen bisweilen. Die Bremsen sollte man natürlich überprüfen und man sollte auch überprüfen, ob der Erdungsring nachgerüstet wurde, beim dieser am Tankstutzen befestigte Erdungsring. Wegen Brandgefahr, der müsste bei allen Fahrzeugen nachgerüstet sein. Dann gibt es Probleme mit den Airbags, die häufig kaputt gehen. Die Liste der Mängel ist lang, lang und noch länger. Deshalb bekommt der Opel Astra F, gebaut von 1991 bis 1998, auch nur einen Stern von 5 Sternen und einen nicht empfehlenswert.